So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Zombie, hier im dritten Part. Mein Name ist, by the way, Luzi, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Ich habe mich doch noch entschlossen, heute Abend, also am selben Tag wie die anderen zwei Folgen, noch eine Session zu machen. Ich habe mega Bock auf das Game und folge jetzt einfach mal der Markierung. Der Markierung zum neuen, zu der neuen Mission, sage ich mal. Ach, das ist da unten. Okay, verstehe. Und lass mich mal überraschen, was uns da so erwarten wird. So, in der letzten Folge haben wir, by the way, unser Safehouse verteidigen müssen. Da sind die bösen Zombies dann auf einmal eingedrungen und müssen da alle mal erst ein bisschen erschlagen. Bisschen die Gliedmaßen aus dem Hirn pressen. So, usch. Weißt du? Du machst dann auch nichts mehr. Aha. Eine Keycard, okay. Das ist eine Keycard jetzt und da müssen wir quasi dann da raus. Der macht uns dann das Tor wieder auf, ne? Ja, ist sehr gut. Und wir können dann, das ist eine Ratte, wir können dann hier rein. Oder wie verstehe ich das jetzt hier genau? Ja, anscheinend hier rein. Ne, das ist falsch, wir müssen hier rein. Wir müssen nämlich da lang. Und zwar hier unten hin. Oh Gott, Alter, oh, Alter, ich bin so... Das Spiel, ne? Ich scanne mal die Lage. Wieso wird uns der Zombie da vorne nicht angezeigt? Jetzt, okay. Nicht so laut, Klein, nicht so laut. Nicht so laut. Wir müssen ganz leise bleiben. Nicht, dass uns noch mehr Zombies entdecken. Das wäre nicht so in meinem Interesse, muss ich ehrlich sagen. Ja, da kann man. Was gibt's hier schon? Ich folge der Route. Ich folge der Route einfach. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elisabeth bereits tot. Und Jakob der Erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Okay. Die Tür macht mich ganz kirre, Leute. Ich bin gerade mega angespannt und konzentriert, ne? Vor allem, was mache ich hier im Zug? Wir müssen da lang. Oh Gott. Oh, dann wird sich stark nochmal auf jeden Zombie drauf. Ist mir scheißegal. Will ja kein böses Erwachen haben, wenn da auf einmal einer lebt. Ja. Ja. So, das kann man hier nicht öffnen. Und wir müssen weiter hier runter. Okay, machen wir die Taschenlampe hier aus, ne? Bisschen Energie sparen. Energiesparmaßnahmen hier einfach mal einleiten, ja? Und wir sind hier natürlich am A der Welt und wissen nicht, wo lang es geht und wo wir sind und wie wir zurückkommen und was uns noch erwartet. Und ach Leute, ich bin sowas von am Arsch. Solange hier nichts ist, ist mir das eigentlich auch egal. Ich gehe einfach mal meinen Weg. Verlassen. Okay, cool. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder zu einem Gebiet hin irgendwo. Pimlico, Buckingham, Bond Street. Irgendwo im Nirgendwo hier in dieser großen Stadt in London. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo uns das hier noch hinführen würde. Wenn das immer noch das Tutorial ist, dann gute Nacht. Das werde ich nicht überleben, das Let's Play. So, ja. Hallo? Hier sieht's nicht schön aus. Wollte ich nur mal so kurz anmerken. Hier sieht's überhaupt nicht schön aus. Und hier soll ich jetzt reingehen, oder was? Ist das euer fucking Ernst? Diese abgefuckte dunkle Ecke hier, oder was? Ne.
Das kann nur ein Scherz sein. Das kann einfach nur ein Scherz sein. Ich scanne mal, es bringt uns wahrscheinlich eh nichts. Oh Gott, ey. Ich paras hier schon, ey. Ach, guck mal, hier kann man was scannen. Ne, ist eine Cam, ne? Kann man nicht scannen. Mhm. Verstehe, verstehe, verstehe. Dann gehen wir mal hier lang. Die Tür mache ich mal zu, sicherheitshalber. Man weiß. Alles hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung. Ein Hochsicherheitstrakt. Du kannst deinen Arsch verwetten, dass die jede Menge Waffen und Munition bunkern. Na wunderbar. Dann haben wir ja schon mal die Möglichkeit, hier eine geile Waffe zu ergattern. Aber ich, ehrlich gesagt, will ich hier nicht bleiben. Oh Gott, ey, das sieht mir so nach einem Kerker oder so aus, ne? So irgendwie ist, weiß ich nicht, ist zwar eine Kanalisation, klar, aber hier ist gerade echt kein, ist hier. Ich trau mich halt nicht, ne? Ich trau mich echt gerade nicht. Okay, verschlossene Tür. Immerhin mal was Positives. Da kann man reinklettern. Willst du mich gerade verarschen? Oh Gott. Oh nein, keine Wasserleichen, ey. Ah, wusste ich's doch, ey. Kleines Skör. Okay, der Rest ist tot, super. Dann gehen wir mal wieder hier rauf. Alter Vater, ey, dieses scheiß Wassergedöns, ey. Das ist echt nicht meins, ne? Zum Glück können die nicht. Oh Gott, das kommt jetzt noch so. Zum Glück können die nicht klettern. Wir müssen ein bisschen Taschenlampe, ein bisschen Batterie sparen. Ne, müssen wir nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach gerade echt nichts. Hier müssen überall. Ist das das Safe House? Hier müssen überall Zombies sein oder so. Ah, ich weiß gerade echt nicht, wo lang, ne? Oh mein Gott. Was spiele ich hier nur für eine Scheiße? Wieso geht's hier immer weiter runter? Ich habe keine Angst. Es ist eine Abkürzung. Ach geil, jawohl, Mann. Jetzt kommt der wie gerufen hier. Super. Freut mich. Gut, das ist also nur eine Abkürzung, die wir hier haben. Das heißt, wir können hier wieder rauf. Wahrscheinlich ist hier wieder ein Zombie irgendwo versteckt jetzt. Oder auch nicht. Unberechenbar, das Spiel, sagst du? Oh Gott. Na gut, dann gehe ich jetzt hier vorsichtig wieder rauf und gehe dann meinen Weg da hoch oder so. Das ist ein Müllsack, das ist kein Zombie. Das ist ein Müllsack, okay. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Wow, fuck! Oh, fuck my life. Das ist verdammte Scheiße, ey. Echt verjagt, Leute. What the fuck, ey. Ich komm mir doch ein Herz. Komm mir doch ein Herzkasper. Komm da runter, du kleiner Strolchi. Wie auch immer du da hochgekommen bist. Naja, ihr könnt mich mal kreuzweise. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Ihr Kackkrähen. So. Der wäre tot. Wo kommst du denn her? Da oben. Wie sehen die denn aus?
Sehr interessant. Da ist noch einer. Da ist echt noch einer, ne? Kommen wahrscheinlich gleich von da oben. Es sind sogar noch zwei. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach rein. Das ist mir zu blöd. Mit der Scheiße hier. Oh Gott. Kleiner Drecksack, du kleiner Drecksack. Kleiner Fuck-Drecksack, ey. Ja, das brauchen wir nicht. Komm, egal. Oh Mann, ey. Bin echt angespannt, ey. Es geht gar nicht klar gerade. Der Typ da oben kommt auch nicht näher, ne? Ist wahrscheinlich eine Krähe. Okay. Wir sind schon mal safe. Das ist eine Mosin. Das wäre natürlich geil. Dann trinke ich mal. Oder was mache ich denn? Komm, wegwerfen hier eher. Nehmen wir mal die Mosin hier mit. Oder was ist das hier? Modell Carabiner. Okay. Eine Karabine. Auf 5 haben wir die gelegt. Das ist auf 4 nochmal. 1. Hä? Warte mal kurz. 1, 2, 3. Dann machen wir das hier auf 4. Das ist wahrscheinlich die Muni, ne? Das ist wahrscheinlich die Muni. Dann machen wir hier das weg hier und dann machen wir hier noch das da und dann machen wir das hier einfach so, ne? Ja, hammergeil, ey. Jetzt haben wir auch ein geiles Snipergewehr. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Naja, wenn man das Snipergewehr nennen kann. Hier ist eine Zeitung. Zeitungen sind so... Herzlichen Glückwunsch, ey. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann mach die Scheiße hier mal weg, komm. Lass sie mal reinkommen hier. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Reload, 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 reload. Sehr gut. Ich hoffe, das war's. Munition können wir immer gebrauchen. Oh, ist man hier reingespickt. Okay. Ja, ja, das war klar, dass du noch lebst. Du hast gar nicht tot ausgesehen, Junge. Das war jetzt echt klar. Da machst du mir nichts vor hier, ne? So, da leben noch mehr. Der lebt bestimmt auch noch hier. Sieh dir die armen Schweine an. Sind hierher geströmt, weil sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Businessman kümmert sich nur um dich selbst. Wo kommt der denn her? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Vergiss das nicht. Oh, fuck. Ah, da ist noch einer. Oh, Leute, ey. Ich werde nicht alt mit dem Spiel, ne? Medical Supplies ist mal gut. Was ist das? Oh. Du kleiner Drecksack, ey. Oh, fuck. Das Spiel macht mich krank, ey. Das Spiel macht mich echt krank gerade. Zu Paras. Okay, okay. Ja, kein Thema. Ist nur einer. Oh, ist ein bisschen stärker, ne? Oh, oh. Ja, komm, jetzt verreck doch endlich hier, ey. Okay, es sind zwei jetzt. Das macht natürlich nicht einfacher, die Sache. Wenn der mal sterben könnte hier. Das gibt's doch nicht. Oh, was ist mit dir, du kleiner Drecksack? Jetzt komm doch mal her, ey.
Okay. Soweit ist alles safe. Was ich natürlich machen kann, ist noch scannen. Ob wir hier irgendwas vergessen haben. Da ist noch ein Objekt. Munition immer gut. Können wir mitnehmen. Okay. Oh, mein lieber Scholli, ey. Mein lieber ja Gesangsverein. Abgeschlossen, was? Mach nichts. Du musst das Schloss knacken. Finde ein Werkzeug. Okay, finde ein Werkzeug. Mach ich, alles klar. Ist ja nicht so, dass ich hier mich mega wohl fühle. Jemand hat die Fahne falsch rumgehängt. Das ist ein Notsignal. Vielleicht lebt da drin ja noch einer. Glaube ich nicht. Sie sind alle tot. Ohne Witz, sie sind einfach alle tot. Ich glaube hier gar nichts mehr. Das gibt's nicht. Wo kommt die Scheiße? Wie sie mir her, Mann? Oh, kleiner Drecksack, ey. Oh, Leute, ich. Trapper hier. Selbst in der Nähe ist ein Raben unterschlupft. Vielleicht findest du da, was du brauchst. Oh, ein Rabenunterschlupf. Ein fucking Rabenunterschlupf. Ein fucking Rabenunterschlupf. Gute Nacht, Leute. Ohne Scheiß. Oh ja, Alter, gönn dir so hart, Junge. Schlaf ruhig aus, bis es, weiß ich nicht, 10 Jahre, bis das alles vorbei ist. Oh, Gottes Willen, ey. Gottes Willen. Ein Rabenunterschlupf. Also, hier kann man natürlich noch Sachen machen, ne? Aha. Bist du sicher, dass du das anwerten? Nein, nein, nein. Okay, hier kann man die Waffen aufwerten. Ich weiß es zwar nicht, das ist immer die, das ist immer dasselbe, ne? Ich weiß es zwar nicht, was die noch, FK1. Aha. Interessant, interessant. Muss ich mich noch irgendwann damit auseinandersetzen? Weiß ich gerade nicht, wie das funktioniert. Hier ist die Map. Ich habe noch ein bisschen mehlig zum Runterkommen und das Wasser ist leer. Das ist natürlich scheiße. Mhm, gut. Wie es dann weitergeht, Leute, in der nächsten Folge. Jetzt aber wirklich eine Aufnahmesession. Ist die Aufnahmesession beendet an dieser Stelle? Ich brauche eine Pause. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel mir auf jeden Fall schon. Obwohl ich ein bisschen so der Schisser bin, ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Luzi, haut rein. Tschüss.